Dann viel Glück. Euch auch. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Platz. Das wäre schön. Ja, während ihr euch gerade voneinander trennen wollt oder umdreht, wegdreht von den Schilden, könnt ihr sehen, wie, oder kann Jalan auch sehen, wie Ludal von Wertling auf euch zutritt. Streckt ihr auch direkt die Hand entgegen. Ein hochaufgeschlossener, bleicher Kämpe mit bitteren Gesichtszügen. Man kann ihm einfach ansehen, dass er viel Leid in seinem Leben erlebt hat. Unter seinem Arm, dem anderen, trägt er dann noch seinen Marschallshelm, Waffenrock und einen klobigen Zweihänder, der ihm dann auf den Rücken gespannt ist, damit er dann nicht an seinem Schwertgurt herumklappert. Eure Exzellenz, es ist schön, euch auf den Beinen zu sehen. Ja. Die anderen, ich habe mich noch gar nicht bei euch bedankt. Bei euch und euren Gefährten. Ich habe euch damals nach Yol'Gurmak geschickt. Ich habe bereits natürlich deinen Bericht gelesen, das was mir von der KGA zugestellt worden ist. Nun, es tut mir leid um euren Vater. Und dass wir ihn nicht zurückbringen konnten. Der Fehler ist, euch nicht anzulasten. Wenn das, was ihr schreibt, genauso passiert ist, dann ist er wohl nicht zu retten. Eine List, eine Lug, um mich dort hineinzuziehen. Und ich habe euch dort in guter Hoffnung, in guter Annahme, dass er nicht böse ist, dorthin geschickt. Habe ich ihn ausgeliefert. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Bei euch und euren Freunden. Ihr konntet ja nicht wissen, dass euer Vater vom Weg des Ehrenmannes abgewichen ist. Und Nemrod hat uns speziell für solche Dinge ausgewählt. Ich kann es trotzdem immer noch nicht glauben. Ich weiß nicht, was sie mit ihm getan haben, wie sie seinen Kopf gewaschen haben müssen. Er war viel zu lange in Tobrien, in den Zellen und später dann unter Borberat und Bald seine Fäuste. Eines Tages holen wir ihn zurück und dann werden wir ihn erlösen können. Eines Tages. Nun denn, ich hoffe, ihr werdet viel Erfolg auf dem Feld finden. Ja, wir sehen uns. Er blickt dann einmal auf den eigenen Schild von dir, wo dann eingetragen sind, was du alles streitest. Ich reite selber in den schweren Waffen im Wagenrennen und in der Behurt. Dort werden wir uns also begegnen. Wenn Rondra will. Möge Rondra euch hold sein. Schaut dann einmal zu den anderen, die neben Jalan stehen. Wenn ihr die Freunde von ihnen seid, auch meine Entschuldigung gilt natürlich euch. Ich weiß nicht, wen Jalan alles mitgenommen hat. Es gibt nichts zu entschuldigen. Ihr habt in gutem Glauben gehandelt. Die Familie ist das Wichtigste. Die Familie ist das Wichtigste. Mein Bruder im Geiste fiel damals. Geknechtet. Von Galotta. Das ganze Reich ist ärmer darum. Nun aber, die Reichsregentin, die uns anvertraut worden ist, wird Berens Erbe wahren. Immer ist eine gute Reichsregentin. Wir werden schauen, was aus Rohaya wird. Bin mir sicher, dass ihre königliche Hoheit zu einer hervorragenden Kaiserin heranwachsen wird. Das will ich hoffen. Das müssen wir hoffen. So Praios will. Nickt er. Und unterhält sich dann wohl mit einem anderen Kavallerieoffizier um die 40 Jahre an dem Wappen. Ihr dürft einmal Etikette würfeln. Könntet ihr erkennen. Einen Berg und eine blaue Tanne. Nicht besonders schwer zu erkennen. Alrik von Blautern und vom Berg. Der Oberst. Jedenfalls, wenn er ein bisschen weggegangen ist, murmel ich dann noch so etwas gesenkter. Ihn hat's wirklich schwer getroffen. Erst Berin und dann sein Vater. Und wie es scheint, auch sein Bruder. Ein einsamer Mensch. Ich kommentiere das nicht. Der Horasi hat mal wieder keine Ahnung, ich kommentiere das nicht. Ich drehe mich einfach um und gehe dann raus.
habe mir wird verwirrt zurückgelassen. Was hat ihr? Nichts, lest vielleicht einmal eine Chronik. Ja, Land wird immer seltsamer. Nun, das ist doch nicht verwunderlich. Ich werde mich noch um eine Turnierwaffe kümmern müssen. Wie sieht es bei euch aus? Nun, ich habe eine gute Waffe. Eine echte Zwergenwaffe. Ihr gedenkt nach Perwalschen Regeln zu kämpfen? Nein, 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 natürlich nicht. Ich werde einen passenden Überschutz dafür anfertigen lassen. Ich fürchte, ich muss auch einen Überschutz mir besorgen. Ich glaube nicht, dass es Turnierwaffen in dem Stil gibt, die ich benutze. Mit welcher Waffe kämpft ihr denn? Mit dem Rapier. Ah, verstehe. Ja. Na, so ein Überschutz wird sich finden lassen. Das hier ist schließlich die Stadt der Schmiede. Das ist wahr. Es sollte auch wirklich kein Problem sein. Waffe für Ort? Ja, immer. Ich wollte noch auf ihn fragen, ob er schon einen Überschuss für seine Waffe hat und... Oh, nee, du hast recht. Hab ich fast vergessen. Wo bekommt man denn sowas? Oder was genau muss dieser Überschutz denn sein? Ich habe noch nie mit stumpfen Waffen gekämpft. Ich vermute mal aus Holz. Ein Überzug. Wie eine Scheider, könnte man sagen. Ah. Da frage ich mich, ob man spielt, der wird sich bestimmt damit auskennen. Ah, ich glaube, ich habe ihn richtig. Aber ich weiß nicht, ob er sich für solche groben Tätigkeiten auch zuständig fühlt. Thorn Eisinger. Nun, ich werde ihn auf jeden Fall fragen. Immerhin hat er die Klingen geschmiedet, die ich benutze. Ihr findet ihn am Boden in Natur. Seine Werkstätten. Vielleicht sollten wir ihm alle gemeinsam einen Besuch abstatten. Auf Rafim kommt eine ältere Dame zu, so um die 50, mit blonden Haaren, hellblond, vielleicht schon ein bisschen grau. Sieht aus wie eine genussvolle und lebensfrohe Abenteurerin und streicht dir dann Rafim über die Brust. Oh, wen haben wir denn da? Ich darf mich vorstellen, Jinaya von Luringareth. Ich bin Burggräfin. Was verschlägt euch denn hierher? Ein Alanfaner. Streicht ihr so ein bisschen über deine Brusthaare und krabbelt da so ein bisschen drüber. Ihr seid ein Mann nach meinem Geschmack. Ich schaue erstmal in die Runde, so nach dem Motto, ist das hier normal? Hat die Alte einen an der Flanke? An der Flanke? Guckt mich irgendjemand zurück an oder schaut ihr mich an? Ja. Das immer schaut dich an und zuckt leicht mit den Schultern, wenn du in sein Gesicht schaust. Ja, sie hat jetzt auch mittlerweile ihre Nase so ein bisschen an die Brust gedrückt und riecht und schnuppert so ein bisschen an Rafim. Ich gebe den Daumen hoch. Mittelländer. Was kann ich für euch tun? Na, ich möchte mich mit euch unterhalten. Mehr nicht. Ich bin eine einfache Abenteurerin, auch wenn ich edel hochgeboren bin und eine große Burg mein eigen nennen darf. Aber ich wollte einfach nur wissen, was euch denn hierher verschlagen hat. Darf ich euch vielleicht auf einen Wein einladen? Ich kenne da einen ganz exquisiten Tropfen, den ich hier uns bringen lassen kann. Könnt ihr mir von euch erzählen, von euren Abenteurern und... Oh, sie riecht wieder ein bisschen nach dir. Es ist so ein bisschen... Ja gut, also sie ist wie gesagt so um die 50, würdest du sagen. Schon ein bisschen faltig. Sie riecht selber auch ziemlich gut. Das musst du sagen. Ich schaue sie an. Also wenn es um Abenteuer geht, da kann ich euch nur einen Mann empfehlen. Jarlan Greifmund vom Schnattermoor. Ein Drachentöter. Oh. Ein wahrer Mann des Krieges. Ist der denn hier? Ja, da vorne steht er gleich. Wartet, ich stelle euch vor. Ich leg mal einen Arm um Jarlan. Hier. Ein Drachentöter. Was? Ich wollte mich gerade mit dem Herrn von... was denn? Du siehst doch einen abschätzigen Blick von Jinaya und schüttelt dann nur mit dem Kopf. Du weißt auch gar nicht, worum es geht. Und sie dreht sich wieder in Richtung von Rafim. Und Rafim, du merkst wohl jetzt gerade, wie sie ihre Hand an deinem Oberschenkel hat und sie jetzt so ganz langsam nach oben streicht. Millimeter für Millimeter und dir immer näher und näher kommt. Ich grinse. Rafim, was ist denn jetzt?
3. Hat sich erledigt. 2. Ich nehme das wieder weg. Ich pack mal der Alten an die Hand. Meine Dame. Ich mag das ja zu schätzen wissen. Aber bald ist ein großes Turnier. Und ich muss mich erstmal auf den Gewinn dieses Turniers fokussieren. Ihr wisst doch, ihr kennt das doch bestimmt. Erst das Turnier, dann das Vergnügen. Ja, aber wisst ihr nicht, dass ihr viel leistungsfähiger seid, wenn ihr euch erst mit mir unterhaltet und... Ah, nicht nur den Wein. Gebt mir doch einfach eine Chance. Gebt mir eine Chance. 3 Gläschen. Eine gute Karaffe. Und danach könnt ihr euch immer noch zurückziehen. Vielleicht auch noch ein 4. Gläschen. Isarun guckt Rafim an, deutet mit dem Daumen auf die Frau und formt mit den Lippen das Wort Sackflöhe. Du merkst, Rafim fängt laut an zu lachen. Das Angebot ist gut, aber ich habe noch Dinge zu erledigen. Ich muss mir erstmal noch hier für meine Waffe einen Überzug besorgen. Und dann sterben hier ständig Vögel, darum muss ich mich auch noch dringend kümmern. Nein, nein, einen Überzug für eure Waffe brauchen wir nicht. Und, oh. Und so wie sie klippert mit ihren Augen, oh, weißt du genau, was ich meine. Oh. Die läuft ein Schauer über den Rücken und ihr könnt euch dann von ihr verabschieden. Immerhin warten noch die Vögel auf euch. Kiaras muss sich sehr, sehr, sehr stark zusammenreißen, mich laut loszulachen. Der genießt das. Ich bin sowas von unterbezahlt. Rafim, ich glaube, die Frau hat auch Vögel als Haustier, aber die ist bestimmt gut dazu. Ja. Glaube ich auch. Ja. Also wirklich, da hättet ihr auch mitgehen können. Wir haben einen Ausritt geplant, schon vergessen, meine Herren. Das ja. Schwächt die Beine. Hab mich besagen lassen. Sehr Raya-gefällig. Sagt aber mir, wart ihr eigentlich schon mal wieder bei Meister Heisinger? Heute noch nicht, oder dieses Jahr. Aber ich hoffe, einen Überzug für meine Waffe dort zu finden. Heißt nun, dann werden wir doch nach unserem Ausritt gemeinsam mal dort vorbeischauen. Was hat das jetzt eigentlich mit diesen Vögeln auf sich? Also ich meine, ich habe das gerade benutzt, aber ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Nun, letztes Mal, erzähl du ruhig immer. Letztes Mal, als wir hier in der Stadt waren, gab es hier phantasmagorische Erscheinungen, die ausgelöst wurden und die Stadt angegriffen haben. Und die haben wir dann besiegt und danach sind wir dann in einer Queste von dem Mann, den wir davor gerade getroffen haben, seinen Vater zu befreien, nach Jorgomak gezogen. Und auf dem Weg dahin haben wir auf den ganzen Feldern überall komische Symbole gesehen, aber auch tote Vögel. Und jetzt war das jetzt vor oder nach dem Drachen? Und wir haben aber noch ein paar Spezialinformationen bekommen, über die ich jetzt nicht öffentlich reden will. Und wir machen uns deswegen Sorgen über Dinge aus der Luft. Vor oder nach dem Drachen? Vor meine ich. Ah. Also vor dem untoten Drachen, aber nach dem illusionierten Drachen. Von dem wusste ich gar nichts. Man merkt, ich habe den Zwerg nicht kennengelernt. Was genau ist ein Phasmal? Phantasmagorische Erscheinung? Richtig. Das ist einfach das Wort für Illusion. Achso, okay, danke schön. Illusionsmagie. Ah. Mit einer, in dem Falle, so hohen Realität. Die Illusion konnte einen Weg schlagen und man wurde verletzt dabei. Ach so. Okay, danke. Dann bin ich auf dem aktuellen Stand. Sicher, dass du in dem einen Jahr wirklich nur betteln warst? Sicher, dass du ein Bettler bist? Ja. Ich hatte mich doch auch einmal als Magier verkleidet. Vielleicht hat er was abgefärbt. Immer grinst dabei ein bisschen schelmisch. Wohl kaum. Das sieht aber nicht erwischen, du. Das sehen die gar nicht gern. Das war für einen guten Zweck in den Schwarzen Landen. Nun machen wir es erstmal auf den Weg. Alles Weitere können wir euch auf dem Weg dorthin erklären. Im Vorbeigehen, in Richtung Ausgang, beziehungsweise dann zu euren Pferden, könnt ihr noch wohl erkennen, wieder mehrere andere Turnierteilnehmer sich miteinander unterhalten. Es sind wohl 2 Andergaste, die da mit ihren Eichenlaub sich sehr wichtig machen. Jeder, der aus Andergast kommt, ist natürlich die Krone der Schöpfung. Und sie unterhalten sich gerade unglaublich naiv darüber. Ah, wer das Turnier gewinnt, der bekommt Rohaya als Gemahlin. Was natürlich auch unglaublich sexistisch ist, weil das Turnier kann natürlich auch eine Frau gewinnen.
Oh, dann kommt die auch. Das macht aber die Travierkirche nicht mit. Richtig. Willkommen heißt. Aber die Reierkirche. Ja, das ist aber egal, denn ein Kaiser muss Travier gefährlich verheiratet sein, um Erben zeugen zu können. Also legitime Erben. Ja, gut, aber wir wissen alle, dass Andergaster sexistisch und zurückgeblieben sind. Wenn du es aus der alemannischen Perspektive siehst, kann der die auch einfach nur bekommen. Gut, egal, Andergaster halt. Reiten wir los. Andergaster halt. Ja, ihr könnt dann nach draußen reiten, zu den, ja, die Felder sind nicht mehr wirklich mit Vieh und Schnee bedeckt, es gibt keine weißen Flächen mehr, sondern der Frühling kämpft sich jetzt wie jedes Jahr um die Äcker. Die ersten paar Menschen stehen auch schon draußen, pflügen, reistet dann auch in Richtung in Richtung Kuntium nach draußen, da wo Ömer herkam. Denn dort hat er zumindest die Vögel gesehen. Ein paar Fischteiche oder Elfengebiete, die hier sich aufgetan haben auf der linken Seite, wenn ihr mal auf der Reichsstraße in Richtung Osten geht. Ein paar Dapat-Bullen von Saat, ungepflügten Felder, die da wie gesagt jetzt mit Gerst und Weizen demnächst und ein paar Pareinegeweihten bestellt werden. Bis ihr dann ja stehen bleibt. Vor euch könnt ihr erkennen einen Mann mit ein paar vielen Kindern um sich herum. Er ist wohl schon ziemlich weißhaarig, ein bisschen älter, trägt eine merkwürdige Robe und ein paar Paradiesvogelfedern in seinen Haaren hineingesteckt. Das ist wohl auch auf die Entfernung hin ein Geweihter des Aves. Der wird sich doch bestimmt damit auskennen. Schau mal, so diese Runde habt ihr denn bestellt? Ich persönlich nicht, aber ich habe mit meiner Hauptfrau heute Morgen gesprochen und die wollte einen Novizen losschicken, um im Tempel Bescheid zu sagen. Kann also sein, dass das jetzt der Gesandte des Tempels ist. So besser. Ruf dann mal. Aves zum Gruße, guter Mann. Oh, Aves zum Gruße, die Herren. Siehst wohl, wie er ziemlich besorgt in Richtung euch guckt. Wenn ihr dann näher schreitet, steht auch so ein bisschen abseits am Feld und mehrere Kinder, so 10, 12, halten da wohl gerade was in den Händen und er selber hat wohl auch gerade was von ihnen angenommen und dreht sich halb in eure Richtung. Ihr könnt erkennen, dass es sich dabei um tote Vögel handelt. So wie ihr aussieht, habt ihr den Grund der Besorgnis bereits erkannt. Ja, ich bekam eine Meldung vor ein paar Augenblicken. Ich bin sofort losgerannt. Amseln, Kornkrähen, Stare, zwei Turmfalken sogar. Seht sie euch an. Das war vor einem Jahr auch schon mal. Da war ich nicht hier. Ob sie irgendwo gegengeflogen sind? Bitte? Ob es aussieht, als ob sie irgendwo gegengeflogen sind. Ja, das ist normalerweise so ungewöhnlich. Es gibt natürlich ein paar Amseln, die ab und zu mal etwas tiefer fliegen und sich dann an, nun ja, großen Fenstern, wie Tempeln oder so, die Köpfe brechen. Aber Kornkrähe, Stare, Turmfalken, die fliegen eigentlich sehr hoch. Aber auch sie haben einen eingedrückten Kopf. Bei Aves. Das letzte Mal, als dieses Phänomen auftrat, meinten die Magister, dass es sich wohl um eine Art magischen Kreis, ich schau mal zu den beiden Magiern rüber, Kreis handelt, der wohl irgendwie dieses Ereignis auslöste. Es deutete alles damals auf einen Bannkreis oder einen Schutzkreis hin. So sicher waren wir uns nicht, weil diese Kreise zu groß waren und die Zeichen darin nicht normal deutbar waren, jeweils nicht für uns mit unseren Kenntnissen. Irgendwas im Himmel, ja, das mag sein. Normalerweise, morgen ist Avestag, da begrüßen wir traditionell die Zugvögel, die dann aus dem Winter nach Süden zurückkehren. Also vom Süden hier wieder zurückkehren, weil wir Frühling haben und... Na, in diesem Frühling meiden sie Gareth. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es sind weniger Vögel. Ich sah ein paar Kraniche und Stare, die weitergezogen sind. Natürlich auch noch ein paar Drosseln und Finken. Und Sperlinge, die fliegen natürlich etwas tiefer, aber... Vielleicht ist das Absicht. Vielleicht will jemand verhindern, dass die Vögel kommen. Das sieht zumindest so aus. Werte Magisters, könnt ihr nicht irgendwie versuchen, etwas zu sehen? Das ist ein schlechtes Omen, ein schlechtes Omen. Wo Vögel nicht sein wollen, da sollten die Menschen nicht bleiben. Ihr meint einen Blick auf die astrale Ebene?
Na, wenn sie mit etwas Magischem in Berührung gekommen sind, müsste doch noch eine Restsignatur an ihn haften. Je nachdem, wie lange es her ist, das müsst ihr doch erkennen können. Aber mir habt ihr eben Dinge beigebracht. Seid ihr sicher, dass ihr im Bett da seid? Ja, hat ist wohl zu lange mit uns geritten. Nun gut, Zeit her. Ich greife mir so mal so einen Falken wahrscheinlich. Und Odum Arcanum Senserei. Wie dort ein Hauch von Zauberei. Ich lasse mir dabei Zeit. Guter Mann. Erstmal ein Odum. Ja, so langsam hat er es gelernt. Ja. Der Kopf des Vogels gelähmt ein ganz bisschen. Nun, wie es scheint, ist dieser Vogel etwas mit Magie in Kontakt geraten. Lasst einmal sehen, ich werde ihn genauer analysieren. Dann solltet ihr vielleicht von der Intensität zur Strukturanalyse übergehen. Aber hier ist echt ein Magier verloren gegangen immer. Magister Iolaus hat mir sehr viel beigebracht. Wir sollten von hier fortziehen und neue Horizonte entdecken. Ja, ganz Gareth sollte umziehen. Ich verlaub, wenn ganz Gareth umzieht, von wo aus wird dann das Reich regiert? Und sagt es nicht, Ellen Wiener. Von unterwegs. Man könnte so, als dass wir ein reisendes Kaiserreich etablieren. Das ist doch eine wunderbare Idee. Aber was tut man denn dann, wenn man den Kaiser erreichen muss? Oder den König? Oder den Reichsgroßgeheimrat? Man kann doch nicht jedes Mal alle Straßen abklappern, in der Hoffnung, sie zu finden. Also, Aves Gefälligkeit in allen Ehren, aber... Da fiel mir spontan sogar auch eine Idee zu ein. Man macht einfach so etwas wie einen Reiseplan. Eine Route, die Reichsregentin im Jahr abläuft und sie ist dann zu jeder Jahreszeit am gleichen Ort und doch überall unterschiedlich. Das würde Aves sehr freuen. Naja, ich meine, es würde den Kaiserhof wohl näher an das Volk rücken. Natürlich. Aber auch weg von Praias heiliger Stadt. Aber Trabia würde sich sicherlich Und wie kann ein Reich effektiv regiert werden, wenn die Priesterschaft nicht allwärtig zugegen ist? Die kann doch mitreisen. Ein Teil der Priester reist mit und der andere Teil bleibt hier. Niemand hat gesagt, wir wollen die Stadt des Lichtes hier lassen. Wir können auch, so als wie ein Vertreter, irgendein Vertreter aus dem Hause Gareth kann doch hier bleiben, in meinetwegen der alten Residenz. Ach, das ist eine wunderbare Idee. Ich werde gleich einmal zur Reichsregentin laufen und ihr diesen Vorschlag machen. Ich glaube ja nicht, dass ich euch erhören wird, aber Aves mit euch. Aves mit euch. So traurig dieser Tag auch ist. Während die anderen sich über diese aberwitzige Idee unterhalten, hat Isarun genügend Zeit, um ein Analys zu weben. Aberwitzig. Strukturam Arcanam Cerneam. Ja, und sie schaut sich die arkane Beschaffenheit des Vogels oder was daran noch haftet an. Dämonisch. Kannst den Teil nicht ganz deuten. Entweder eine Matrixstruktur aus dem Hause Blackeratz oder aus den Lolgramotschen Niederhöllen. Nicht ganz sicher. Isarun richtet sich auf, den Vogel immer noch in den Händen. Die Herrschaften, das hier muss sofort in die Stadt gebracht werden und genauer untersucht werden. Was habt ihr erkannt? Eine dämonische Struktur. Die Domäne kann ich nicht ganz erkennen. Das eine von beiden ist es. Bessere Analyse-Magier werden sich damit auseinandersetzen, aber dies scheint Priorität zu haben. Zeigt doch einmal her. Magistra, haltet ihr es wirklich für klug, ein dämonisch verseuchtes Objekt in die Stadt einzuführen? So wie ich es gesehen habe, ist es nicht wirklich dämonisch verseucht, sondern durch den Kontakt mit etwas dämonisch Verseuchtem gestorben. Und dann werde ich mich wohl eurer Expertise beugen. Wir sollten uns sofort auf den Weg machen. Moment, ich bin noch nicht fertig. Analyse Arkanstruktur, enthülle die Magli-Natur. Klasse, wie um Zeit? Das dauert so 10 Minuten. Ich gehe währenddessen mal rum und sammle mehr Vögel. Gib mir mal eine Sinnschärfeprobe, Abelmir.